Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 7. April. Es grüßt Sie wieder Christian Kämmerer. Wir wollen heute auf den Markt schauen, der hier sehr, sehr interessant ist, nämlich der Forex-Markt wie immer. Und hierbei insbesondere auch eine Währung in den Blickpunkt nehmen. Sie sehen es an der Headline, es betrifft den Yen. Der Yen ja hier immer wieder interessant. Japan seit langer Zeit ja in Deflationsspiralen gefangen. Mit dem Ende des Jahres 2012. Wir gehen mal hier auf den interessanten Index zum Yen. Also hier praktisch so eine Art US-Dollar-Index, nur eben jetzt hier der Yen-Index. Auch hier mal historisch bis zum Bretton Woods-Ende sozusagen hier in den Anfang der 70er Jahre zurückgerechnet. Hierbei handelt es sich hier praktisch um eine Berechnung, die hier den Yen gegenüber dem Schweizer Franken, dem britischen Pfund, dem US-Dollar und zurückgerechnet auch dem Euro sozusagen widerspiegelt. Ja, und da sieht man im Prinzip, dass der Yen ja grundsätzlich hier in einem starken Aufwertungszyklus steckt und das schon seit sehr, sehr langer Zeit. Es gibt auch einen sehr interessanten Chart zum US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Der stand nämlich in früheren Zeiten, also vor einigen Jahrzehnten, deutlich höher als heute. Und da sehen Sie dann natürlich auch hier, dass entsprechend der Yen im Laufe der Jahrzehnte massiv aufgewertet hat. Und auch hier, das ist übrigens ein Quartalschart, also hier jeweils ein Quartal, eine Candle, sehen Sie sehr, sehr eindrucksvoll. Wir gehen mal ins kürzere Zeitfenster, wie hier unlängst seit Mitte 2015 hier jetzt auch wieder ein Aufwertungsstrom erfolgte. Gänzlich hier die Geschichte mit 2012, eben der Regierungswechsel Shinzo Abe und auch die neue Politik, die neue Notenbankpolitik sozusagen schlug hier dermaßen auf den Yen ein, dass eben entsprechend der Yen stark abwertete und hier auch im globalen Stil alle Währungen, die mit dem Yen in Verbindung stehen, aufwerteten und das ganz massiv über mehrere Jahre. Jetzt sehen wir aber hier eine Art Bodenbildung 2014, 15 und 16 jetzt insbesondere diese starke Yen-Abwertung, Aufwertung, Verzeihung, Aufwertung, die jetzt hier sozusagen das Kapital zurück nach Japan fließen lässt und auch immer wieder hier mit dem Risk-Off-Modus zusammenhängt. Ergo, wenn die Aktienmärkte kollabieren bzw. hier Korrekturen feiern, schauen Sie sich das hier in 2008, 2009 oder hier 2007 beginnend zur Finanzmarktkrise an. Korrekturbewegungen sind hierbei immer wieder eine Indikation, denn dass hier das Kapital sozusagen in sichere Häfen flüchtet bzw. eben abgezogen wird von Risikoanlagen mehr oder weniger. Und das ist beim Yen hier rückblickend betrachtet schön feststellbar, dass wenn die Aktienmärkte korrigieren, hier es immer wieder eine Yen-Aufwertung gibt. Diese Korrelation, wie gesagt, findet auch jüngst ihren Einzug. Wir sind letztlich seit, ja, 2015, als hier die Allzeithochs der Indizes markiert wurden, insbesondere DAX und Co., die Amerikaner mittlerweile ja relativ stark unterwegs. Also DAX und Dow, beziehungsweise eben die europäischen Indizes und die amerikanischen, haben hier eine Schere gebildet. Die Frage ist, wer folgt jetzt wem? Wenn man das sich hier aber anschaut, dann könnte man mutmaßen, dass hier das Korrekturende an den Aktienmärkten noch nicht gefunden ist, ergo hier noch was kommen müsste und der Yen hier durchaus das Potenzial besitzt, auch weiter aufzuwerten. Zu dem Schluss sind wir auch gestern gekommen. Ich gehe jetzt mal hier auf den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen ein, der hier im gestrigen Devisenradar, wie gesagt, auch behandelt wurde. Wir nahmen übrigens hier schon vorher an, Ende März, Anfang April, dass der Yen zurücksetzen sollte, dann allerdings eigentlich technisch gesehen eine gute Chance gehabt hätte, hier an diesem Support-Level, hier an dieser Nachfragezone um 111 Yen sich zu stabilisieren. Aber wie gesagt, Sie sehen es ja hier. Mit Start in die Handelswoche, das war der Freitag, Non-Farm Payrolls, US-Arbeitsmarktbericht, da knallt es schon mal runter. Dann hier Wochenbeginn, das ist hier die Sonntagseröffnung, wurde die Schwäche fortgesetzt und dann knallte es eben vorgestern, gestern und insbesondere heute hier nach unten durch. Und im Prinzip hat sich hier ein massives Verkaufssignal jetzt angedeutet. Sie sehen, das nächste Ziellevel ist technisch ableitend bei 105,35 etwa. Das heißt, wir haben hier noch einige 100 Pips Abwärtspotenzial und die dürfte der Yen wohl auch absolvieren. Dazu im Wochenchart mal hier geschaut. Wir sehen hier technisch ganz klares Verkaufssignal. Also da müsste die Woche jetzt hier schon ein massiver Rebound kommen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in den nächsten 2 Tagen passiert. Wenn wir per Wochenschluss hier unter die Unterstützung, unter dem Unterstützungslevel rund 111 Yen schließen und danach sieht es definitiv aus, muss man davon ausgehen, dass hier das nächste Level 105
35 rund angesteuert wird und ergo darunter sogar auch noch das Level um 100, ja 101,35 etwa wartet. Sie sehen hier diese horizontale Unterstützung. Das sind Niveaus, die könnten hier beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen definitiv angesteuert werden, dürften angesteuert werden. Und dann muss man eben auch sehen, wie, Sie sehen hier das Rechteck, da sehe ich auf jeden Fall den Yen hinlaufen die nächsten Wochen, Monate. Da muss man dann sehen, wie die japanische Notenbank reagieren wird. Denn an so einer massiven Yen-Aufwertung ist sie grundsätzlich jetzt nicht interessiert. Ja, das heißt, Sie sehen ja auch, was hier seit 2012 eingeleitet wurde. Ja, genau diese Politik. Und Sie sehen, das kehrt sich jetzt hier gerade massiv um. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die US, sage ich schon, die japanische Notenbank, die Bank of Japan, sich das Spiel hier die ganze Zeit anguckt. Ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Wochen, Monaten hier auch interveniert wird. Zunächst verbal, dann auch massiv aktiv, sodass hier in diesen Bereichen, denke ich mal, eine gute Chance zur Unterstützung steht. Ergo aber hier Abwärtspotenzial. Ich sehe auch gerade US-Dollar mit neuem Tagestief, 3 Pips nur davor. Also hier wird massiv weiter abverkauft. Die Schwäche setzt sich weiter fort und es deutet sich eben hier noch kein Ende an. Und eben hier im Bereich um 105,35 könnte man mutmaßen, dass sich eine erste Unterstützung findet und dann hier spätestens knapp über der 100-Yen-Marke. Also ich denke hier schon im Vorfeld eben wird die japanische Notenbank intervenieren und hier sicherlich dazu beitragen, dass es hier eine Aufwertung gibt, die relativ steil dann auch erfolgen könnte. Darauf sollte man sich mal einstellen. Aber die kurzfristigen Aussichten sind eindeutig bärisch. Das zeigt auch der Blick auf das schwächste Yen per heute, British Pfund. Japanisch Yen. Auch den hatten wir gestern hier im Fokus beim Devisenradar-Webinar. Und auch hier sehen wir schon einen Durchbruch einer massiven Unterstützung. Hier kommt natürlich noch dazu, dass das britische Pfund im Sachen Ausstieg Eurozone, Brexit bis zum 23.06., da ist ja das Referendum angesagt, hier massiv unter Druck stehen wird. Sie wissen, was in den Niederlanden gestern passiert ist. Das ist ja so eine Art Vorindikation für die Euroskeptiker aus England gewesen. Sprich, das Volk will ja eigentlich nicht, dass hier sozusagen eine Abhängigkeit an die Eurozone besteht oder weiter ausgebürgert wird und dergleichen. Das ist natürlich alles sehr, sehr politisch angehaucht. Die Wahlbeteiligung muss man ja auch beachten. In den Niederlanden, die bewegte sich ja unter 30%, was sehr dürftig ist. Also insofern repräsentatives Ergebnis, Fragezeichen. Aber da wollen wir uns gar nicht zu sehr mit befassen. Tatsache ist, British Pfund Yen Referendum steht an. Belastet das britische Pfund weiterhin und hier dieses Unterstützungslevel 148, sehen Sie sich die Wochenkerze an, mit diesem Durchbruch ist durchaus das nächste Ziel. Wenn dieses Level nicht hält und je nachdem, was beim Referendum rauskommt, muss man sagen, unterhalb dieser Unterstützung eben bei 148, wenn das Level hier fällt, also wir hier unter 146 gehen sollten, dann ist hier im Prinzip ja, die Talfahrt in eine Beschleunigung übergegangen und das, was wir im Prinzip seit 2013 gesehen haben, könnte sich dann hier sozusagen V-mäßig umgekehrtes V nach unten darstellen und das würde hier natürlich deutlichen Druck bedeuten. Es lassen sich derzeit aber keine Stabilisierungstendenzen erkennen und insbesondere auch, wenn die Aktienmärkte ihre Korrektur, ihren Bärenmarkt weiter fortsetzen sollten, was nicht unbedingt unwahrscheinlich ist, dürfte das hier zusätzlichen Druck ausüben. Insofern hier US-Dollar-Yen, British-Pfund-Yen und auch andere Yen-Pairs oder Paare Währungen vielmehr, die in Yen gehandelt werden, hier massiv weiter unter Druck. Erholungen scheinen meines Erachtens hier Short-Gelegenheiten. Beim britischen Pfund wäre das eben ein Rücklauf hier an das Level um 156, 157, wenn es denn überhaupt erfolgt, könnte sich hier eine sehr, sehr schöne Einstiegschance darstellen, aber auch nur dann. Ansonsten sollte man hier sogar trendfolgend aufspringen, auch wenn natürlich hier die Ranges massiv überdehnt werden. Ja, wir hatten ja am Montag, beziehungsweise was sage ich, am Dienstag schon den US-Dollar-Yen hier mit über 300 Pips laufen. Dann haben wir, jetzt gehen wir kurz auf den Tagesschart, da sehen Sie es besser, mit einer über 300 Pip-Bewegung, Sonntag, Montag, Dienstag, das war die 300-Pip-Bewegung. Dann jetzt hier am Mittwoch gab es 213 Pips und heute hier sind wir auch schon wieder mit 258 Pips unterwegs. Das sind hier massive Volatilitäten und das zeigt eben, dass hier, sage ich mal, das Währungsgefüge sich ganz, ganz stark verschiebt. Warten wir aber mal ab, was passiert. Wie gesagt, die Kernbotschaft ist, denke ich, rübergekommen. Gehen Sie mal davon aus, dass der Yen weiter aufwerten wird, ergo die Yen-Pairs weiter unter Druck stehen. Und die Ziele haben wir hier bei den beiden Pairs gerade mal besprochen. Alles weitere gern dann auch morgen zum nächsten Devisenradar-Webinar. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.